Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing von einem Glossybox Mystery Sale für dich, denn ich habe hier 4 Boxen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Jetzt gerade haben wir kein Internet, deswegen kann ich das nicht ganz so gut recherchieren, aber ich habe mir einen Screenshot gemacht. Eigentlich habe ich mir die Glossybox Black Friday Skincare Set Geschichte bestellt für 5 Euro, die einen Wert von 86 Euro haben sollte, war da irgendwie im Super Sale mit so einem Code und so, habe ich auf Instagram geteilt. Also falls du mir dort folgen möchtest, AIDUIKP, Claudia rückwärts und ein P dahinter, da teile ich alles, was mir unter die Finger kommt. Und den Glossybox Cyber Sale 2021 Mystery Box German B für 6,50 Euro. Und jetzt bin ich einfach super gespannt, was sich in diesem Turm hier neben mir verbergen wird. Und ja, deswegen starten wir doch einfach mal mit der obersten Box, die ich hier habe. Okay, ja, es ist eine The Magical Masquerade The Truth Box. Also wir haben hier eine Glossy Box Limited Edition. Nicht schlecht, Herr Specht. Das mache ich jetzt ein bisschen schneller als normalerweise diese Unboxings von den Glossyboxen, Beautyboxen. Alles, was ich halt quasi nicht selber verwende, werde ich ja auch verlosen. Wenn hier coole Produkte drin sind, die mich mega catchen, kommen sie natürlich immer in Fullface Beautyboxen für Dezember rein, denn die Boxen sind jetzt hier bei mir im Dezember erschienen. Hier ist dann nochmal die Info, hey, hier Magical Masquerade gibt 2 verschiedene Editionen und wir haben eine Lidschattenpalette und eine Mascara noch beigelegt. Anstelle von anderen Produkten. Hier kannst du das Bändchen drum zumachen. Ja, ich habe eine Zahnbürste von The Humble Co. Das ist mit Bambus, der wohl am schnellsten nachwachsende Rohstoff der Welt. Ich mag kein Holz in meinem Mund. Nein, aber das ist aus Maisstärke, auch das noch. Ach, dann ist sie wahrscheinlich aus Plastik. Ach ja, okay. Und in Medium. Ich glaube, ich weiß, wem ich die auf jeden Fall geben kann. Ich habe eine elektrische Zahnbürste. Dann habe ich hier von Josephine Cosmetics Meet Filou. Das ist ein Liquid Lipstick, den habe ich auch da, den mag ich ganz gerne. Wobei Meet Filou, weiß ich nicht, den hatte ich jetzt nicht. Hatte eigentlich nur die generelle Farbe Filou. Ja, das ist auch Filou. Genau, den hatte ich auch in meiner Box mit drin gehabt. Den hatte ich aber auch schon vorher gehabt, ist überhaupt kein Problem. Dann habe ich hier eine Mascara mit dabei, die ich eigentlich auch gar nicht so verkehrt finde. Die hat mir auch ganz gut gefallen. Die Lash Changer Volume Mascara von Catrice, ne? Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass sie waterproof ist und ich das nicht so gerne mag. Das Duschgel habe ich verwendet und auch schon leer gemacht. Dieses hier ist jetzt wundervollerweise ausgelaufen und wird dann auch demnächst direkt hier verwendet werden. Herzlichen Glückwunsch. Okay, ja, von Koishi, das Vanilla Shower Gel. Ja, packe ich da mal hier zur Seite und die Produkte hier raus, weil hier ist eine Lache drin. Nicht, dass die auch noch dreckig werden hier. Wer hat denn hier mal wieder mit der Box Fußball gespielt, hm? Weil ich die Boxen auch immer als Versandkartons weiterverwende, ist das für mich immer ein bisschen schade. Und dann habe ich hier noch eine Maske drin, die hatten wir auch mit dabei gehabt, von Hair Honey Show Your Glow, 20 Milliliter. Und das ist so eine Maske, Anti-Aging, beruhigend und so weiter. Die hatte ich auch mit drin, wie gesagt. Und die ist so gold. Ja, eine schöne Box, ne? Kann man nichts zu sagen. Gefällt mir. Auch diese kleinen Umkartons werden als Versandkartons weiterverwendet. 1A. Die nächste Box. Es ist die Pure Relaxation Box. Also das ist eine eher ja, auf Körperpflege ausgelegte Box gewesen. Boah, allein deswegen lohnt sich das natürlich schon, ne? Weil hier sind auch schon wieder so krasse Dinge drin. Da habe ich einmal von Barbour Hydra Plus diese Ampullen, die allein schon 25, 30 Euro kosten. Dann von Mood Maski, auch das 49 Tacken, ne? Dark Circles, Puffy Eyes und so weiter. Das ist diese Augenmaske, die ich extrem gut finde. Dann von Kryolan das Eyebrow Forming Gel. Das ist ein schönes Augenbrauenfixierungsgel, was ich auch im Fullface Beauty Boxen verwendet habe und gut fand. Das hier war, glaube ich, ein Goodie mit dabei von Luvas Heilerde, diese Hydromaske in einem Zweier-Sachet. Das ist passend jetzt auch. Ein Deo haben wir. Ich glaube, genau das gleiche hatte ich auch mit dabei gehabt. Sensitive, ne? Ja. Und von Skin & Co. Whipped Polish and Cleansing Cream mit Trüffelextrakt. 20 Milliliter, welche drin enthalten. Ja, auf jeden Fall eine pflegelastige Box, die aber auch derbe Cabern mit dabei hatte. Ne? Also, wer sich hier über Mood Maski und Barbour Ampullen beschwert, ist selber schuld, meine Meinung. Das lohnt sich schon sehr. Die nächste. Extrem schwer. Hier ist gar kein Heftchen drin. Hier sind einfach allerhand Produkte drin. Also, weiß ich nicht. Was ist das für eine Box? Das sind mehr als 5 Produkte.
Vielleicht findet sich irgendwann da was, aber vielleicht ist es auch so eine Restpostenbox gewesen, die die noch mit reingepackt haben, keine Ahnung. Von Garnier, diese Tuchmaske Hyaluronshot, mega geil, feiere ich hart, mag ich gerne. Dann von Elizabeth Arden, 8 Hour, the original 8 Hour Cream, das ist die hier mit 5 Millilitern. Die habe ich noch nie ausprobiert, aber so oft schon in den Händen gehalten. Dann so ein super schweres Teil von Dove, Powered by Plants, Pflegedusche mit Eukalyptus. Ein tolles Unisex-Produkt, ne? 250 Milliliter. Ich glaube, darüber wird sich auch irgendwie mein Papa oder mein Freund freuen, ne? Ne? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Von Duce oder Duze haben wir hier wieder diese Palette drin. Die hatten wir auch schon mal. Das ist so eine Schale Schokolade, die habe ich leider nicht mehr. Das heißt, die mache ich euch mal auf. So eine ganz verrückte, weil die halt, ja, die hat einen Blush-Highlighter mit dabei. Die kannst du... Ah, oder habe ich die bei meinen Face-Paletten? Ich wollte es doch gesagt haben, ne, dass ich die wohl noch habe, weil ich fand die eigentlich gut. Ich hätte mich jetzt gewundert, wenn ich die nicht mehr gehabt hätte. Genau, hier haben wir einen Highlighter, einen Blush. Dann haben wir hier zwei Töne, die man auch als Bronzer verwenden kann. Man kann auch alles zusammen als Lidschatten verwenden. Die finde ich nämlich klasse. Ich hätte mich jetzt echt hart gewundert, wenn ich die nicht mehr gehabt hätte. Das ist meine. Und weil es meine ist, wir die hier dann weiter wandern. Habe ich jetzt die Folie abgemacht, aber ist jetzt ja auch nicht schlimm. Und dann kommt die nämlich auch ins Full Face Beauty Boxen mit rein. Hier. Wieder was von Mood Mask. Ach du meine Güte. Hair Masks. Sculpt Treatment in Miracle Shampoo, 75 Milliliter. Mega geiles Produkt. Habe ich schon mal aufgebraucht. Finde ich richtig, richtig angenehm. Manakada, die Flutter Mascara Jet Black. Ich weiß nicht, was das hier für eine Box ist. Eine Würfelbox. Finde ich cool, ne? Also die Mascara fand ich nicht so gut, aber dass da so arsch viele Produkte drin sind. Ultra Sun mit Lichtschutzfaktor 30, ein Lippenbalsam, kann man sehr gut gebrauchen. Luvas Heilerde ist hier mal wieder mit so einem Produkt mit dabei. Ja, eine Clean-Maske und danach hast du nochmal so ein Serum. Und das Letzte, was hier mit drin ist, das ist kein Heftchen oder so dabei, sehr interessant. 4711 Aqua Colonia Litchi and White Mint, aufheiternd, ein Eau de Cologne, 5 Milliliter sind hier drin. Das scheint dann ein kleines Parfum zu sein. So, was verwirrt mich echt wirklich sehr, Leute, dass man da... Weil aber auch, ich wüsste nicht, dass es mal irgendwann eine Special Edition Box gewesen wäre, wo es die Produkte drin gegeben hätte. Und ich bin ja schon lange ein Glossy Box Abonnent, ne? Hier haben wir dann das Produkt einmal drin enthalten. Kommen wir zur letzten Box und das müsste dann jetzt ja meine Skincare Box sein. Falls nicht, habe ich irgendwas falsch gemacht. Ja, das ist meine Glossy Box Skincare Box. 5 Euro hat die gekostet. Ich fand das also mit dem Code und so, ne? Das war ganz crazy. Und so zum Ausprobieren finde ich das eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich hatte mal eine Eye Cream von denen, aber sonst noch nichts. Glossy Box Skincare wurde letztes Jahr gelauncht. Also die eigene Hautpflege von denen. Und ja, das ist hier so schön eingepackt. Glossy Box Skincare steht hier auf dem Schleifchen drauf. Und hier haben wir dann, ich würde sagen, einmal das Komplettset drin, oder? Ich meine, die Produkte mal bei Franka's Favorites auch gesehen zu haben, dass sie das mal so ausprobiert hatte, ne? Ja, ich werde mir jetzt das ein oder andere einfach mal in Zukunft gönnen und ausprobieren. Zum Beispiel den Gentle Foaming Cleanser. Ich mag gerne solche Schaumreiniger, weil ich ja dieses Double Cleansing mache. Das heißt, erst nehme ich mir mit einem Abschminkball mein Make-up runter und danach unter der Dusche nehme ich dann halt einen Schaum. Und das finde ich gut. Das ist ein Produkt, was 1A für mich funktionieren kann, ne? Ja, und da soll auch noch Feuchtigkeit spenden sein. Schauen wir mal. Dann habe ich hier ein Night Serum mit 50 Millilitern Deeply Nourishes and Brightens Overnight. Also du bekommst dann Nährung und Strahlkraft über Nacht. Das finde ich ganz nett. Ich weiß nicht. Nee, das habe ich, glaube ich, noch nicht ausprobiert, ne? Schreibt mir mal gerne, falls ihr Erfahrungen mit den Glossy Box Skincare Produkten habt, in die Kommentare rein. Ich meine, dass ich bislang... noch nie das irgendwo bei jemandem so in den Favoriten oder so gesehen habe, dass sie das ultra gefeiert haben. Weiß ich nicht. Die Augencreme habe ich schon mal ausprobiert, meine ich, weiß ich aber nicht. Ich werde die jetzt auch mal testen. Ne, ich weiß nicht, ob ich, ja, ich werde die mal testen. Einfach mal ausprobieren, Eye Boost Cream. Ich meine, mich grob dran zu erinnern, 15 Milliliter sind da drin, dass ich die mal ausprobiert habe und nicht so hart gefeiert habe. Muss ich aber nochmal gucken. Und die Produkte sind übrigens tierversuchsfrei und vegan aus der Glossy Box Skincare Reihe, was nett ist, ne? Und in diesen Verpackungen drin hast du diese ganzen Glossy Logos. Das ist ja ganz süß. Hier habe ich den 3-in-1 Moisturizer. Den habe ich tatsächlich hier noch neben mir liegen, weil ich habe den gestern im Adventskalender von der lieben
mein Mutterglück drin gehabt, genau. Wollte ich nämlich noch ausprobieren, fand ich auch ganz interessant. Und dann ist ja als letztes Produkt noch mit drin, das Hydrating Mist mit 100 Millilitern. Ich weiß nicht, ob du sowas halt auch als, ja guck mal, als Primer kannst du das nehmen. Oder halt wie über den Tag als extra Boost. Ne? Theoretisch könnte ich mir das einfach auf den Tisch stellen, dass man dann so zwischendurch einfach mal, ich sitze ja eine ganze Weile, die Luft ist ja auch relativ trocken, ne? Ich habe recht viel Lichter an, Fußbodenheizung ist an, dann habe ich ab und an hier auch Kerzen und so an. Hinter mir ist quasi der Kamin von uns und da ist auch die so ein Lüftungsschlitz und hier, ne, in diesem Raum ist es immer sehr, sehr trocken, deswegen habe ich hier auch immer was Prost zu trinken stehen. Und deswegen kommt das eigentlich ganz gut, ne? Kann ich mir ganz gut hier so hinstellen. Ich habe mich aber eben erst, also jetzt bin ich quasi gerade erst im zweiten Video, dementsprechend habe ich noch nicht so dieses Spannungsgefühl auf der Haut. Lege ich mir aber auf jeden Fall zur Seite und werde ich da mal so ein bisschen mich durch die Produkte ausprobieren. Und ich finde es halt ziemlich geil, dass man die halt für 5 Euro kriegen konnte. Das fand ich sehr fancy pansy. Falls man einfach Bock hat, das auszuprobieren, weil die Produkte sind erschwinglich auf der Glossybox Homepage, ne? Aber sie sind jetzt auch nicht mega günstig. Dementsprechend quasi 1 Euro pro Produkt. Sagst du nichts zu. Ja, das war mein sehr verwirrter Glossybox Mystery Boxen Unboxing Box. Box gedönsen, weil da ja auch eine so eine Fancy-Box zwischendrin war, die eigentlich gar keine reguläre Box war. Verwirrend. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen über den Mystery-Boxen-Sale, den ihr jetzt auch so in der Black Week gemacht habt, mal in die Kommentare rein, ob ihr da auch so ein Erlebnis hattet, weil, so wie ich das mitbekommen habe, man hat mal Glück, man hat mal Pech, ne? Das ist irgendwie so ziemlich durchwachsen. Habe ich für mich selber auch schon erleben dürfen. Ja, ein ausgelaufenes Duschgel ist nicht schlimm, das kommt dann unter Dusche und wird halt verwendet, ne? Und ja, hat aber die anderen Produkte nicht geärgert. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit meinen ganzen Unboxings der Beautyboxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!